So, hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Battlefield 4. Ah, woher kommst du? Brooklyn ist Flatbush. Was, auf der Tilden oder Wingate? GWH. Westinghouse? Ja. Echt? Da war mein Bruder, mein Dad hat ein Restaurant in Brownsville. Wer sind die beiden? Wrecker Squad Leader. Sie ist vom chinesischen Geheimdienst und eine Gute. Wie kommen wir zum Stützpunkt? Was weiß ich, Zauberei? Ich zeig euch, was los ist. Die Russen sind überall. Wir haben den Stützpunkt verloren und wurden in die Altstadt zurückgedrängt. Wir brauchen einen Transport nach Westen. Wo ist der befehlshabende Offizier? In der Altstadt natürlich. Ist ein Kilometer östlich. Orientiert euch an der blauen Kuppel und sucht Major Greenland. Könnt ihr gar nicht verfehlen. Hey, kontaktiert Greenland und gib ihr Bescheid. Jawohl, Sir. Ist das der beste Weg? Absolut. Habt ihr noch was im Wagen, das die Russen nicht in die Finger kriegen sollen? Nichts außer jede Menge Dreck. Wrecker, stimmt's? Molinas Hot Pockets, der Laden meines Vaters, das beste Hühnchen der Stadt. Musst du mal mit deinem Squad hingehen. Okay, Marines, na los, alles verbrennen und dann weg hier, zieht Leine! Kollege, deine Taskleiste ist kaputt. Und? Sonst auch alles. Nein! Was tut er da? Er verbrennt alles. Alles. Schmeiß doch die ganze Kiste da rein, du Depp. Oh Mann. Das beste Hündchen der Stadt. Mann, hab ich Hunger. Verdammt viele Feinde auf dem Weg in die Altstadt. Öffnen wir mal die Tür. Was habe ich denn für Waffen? Das hier. Wo hab ich jetzt die Pistole her? Oh, halt mal. Schon was Besseres. So, ich will dann statt die Ska. Aha, die habe ich nämlich neu. Und. Das Scharfschützengewehr. Das habe ich nämlich auch neu. Das ist das Scharfschützengewehr. Oh Mann. Oh, der rippt das sogar. Cool. Das finde ich wirklich cool. Das macht es nicht ganz so einfach. Oh, das sind BMP. Das macht es noch weniger einfacher. Aber gut, dass der Helikopter direkt neben der Waffenkiste abgestürzt ist. Naja, ich gehe einmal davon aus, dass der Helikopter zuerst da war und dann die Waffenkiste gespawnt ist. Ich meine, irgendein schlauer Marine hat die da platziert. Gut, da war ja mal ganz kurz hinweg. Okay, die Waffe ist interessant. Als ich das erste Mal gesehen habe, hatte ich mich irgendwie ein bisschen an die G36 mit auf dem Bild, was man im Battlelog sieht. Aber es ist eher so eine super coole Schnellschuss-Maschinenpistolen-Ding, was cool aussieht. Finde ich cool. Finde ich cool. Granate! Wie sage ich das eigentlich? Naja, egal. Bam! Damit hast du nicht gerechnet. Aua! Damit habe ich nicht gerechnet. Was macht Irish da? Bam! Echt? Ich dachte Panzer. Drum Tisch. Haha, ich wieder lustig. Ja! Ah! Echt? Das hast du gesehen? Cool. Beim Scharfschützen würde ich meistens den Kopf einziehen. So sieht aus, wenn ich dich zieht. Geil, ich kann das wegschießen. Das ist cool. Boah, cool. Boah. Cool, das hat aufgehört. Das ist schade. Ich gebe mal ein bisschen Deckung. Nur noch 27 HP. Cool. Das Waffen-Setup gefällt mir richtig gut. Yeah! Wisst ihr, wieso bin ich alleine da drin? Okay. Ah, jetzt sind sie eingestiegen. Jeez. Raketenwerfer. Boah, cool. Ich dachte, das wäre eine Flugabwehr.
Was? Das Ding ist schon kaputt? Okay. Ich muss ehrlich zu sein, mag ich so eine Flugabwehr nicht für einen Infanteriekampf. Ich kann mir ja höchstens einen Jeep aufhalten. Ach, von hier? Du willst mich doch verarschen, ey. Da hol ich mir wieder Kugelwaffen. Als erstes die hier und als zweites die hier. Und dann das und die Schlammmeins. Ah, direkt auf das Fahrzeug. Und wieder weg. Au, 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 au. Au, 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 au. Okay. Puh. Ich hab's überlebt. Oh Mann, das fetzt super krass, das Gewehr hier. Bis sonst ist mir das gar nicht so aufgefallen, weil ich bisher immer das bei denen jetzt genommen habe. Ach komm, wir nehmen die Granate. Ich will nochmal ganz kurz zurück. Oder bin ich in die Fleischbänge ausgewichen? Mehrfach mit der Granate. Dann nehme ich dann doch hier lieber die 36. Obwohl, wartet. Ne, doch, ich nehme die 36. Yeah! Dauerfeuer! Tötet den Bastard! Oder macht ihm wenigstens Angst. Zitter. Boah, also nicht ich, sondern der Charakter zittert ziemlich. Ach, kill mir nicht den Klau. Was? Nein, ich meine das natürlich andersrum. Oh Mann. Sollten wieder gekippt mit Space machen. Naja, gehen wir mal hier weiter. Oh, die Ampel ist auf gelb. Das war ein hübsches Detail, dass die Ampel Ampel überhaupt noch blinkt. Okay, nach drei Parts lässt also langsam meine Intelligenz nach. Das merke ich erst jetzt. Naja. Ich einfach gar nichts sage. Das ist nicht echt traurig, dass mein Charakter einfach die Schnauze hält die ganze Zeit. Killklau von meinen Teamkameraden wurde denied. Was? Ach, ihr wisst schon, was ich meine. Oh, Vorsicht, es gibt keinen Fallschirm in diesem Singleplayer. Jedenfalls weiß ich noch nichts von allen. LKW. Dumm, dumm. Ich geh nochmal in das Ding rein. Einfach. Weil. Keine Ahnung, ich glaube, das ist einfach so vorhergesehen, dass man das macht. Ja, 42%. Oh, willst du mich verarschen? So. Oh, ich gehe zu Fuß weiter. Das Ding kann mich mal. Ich habe gerade Turbo verstanden, statt Turbogen. Seht ihr ihn? Auf den Dächern sind Wachen. Wachen. Fahrzeug auf der Straße. Ah, oh, Kacke. Bumm. Ja, ist ein Fahrzeug. Tötet das mal. Ah, cool. Bam. Quick Scope. Ja, Quick war das jetzt nicht gerade, aber hey. Ich
Ich weiß, dass direkt vor meinem Gegner ist. Aber trotzdem schieße ich auf den Typen, der direkt... Ach, wieso bin ich an der Hauswand da vorbeigeschildert? Deswegen schieße ich trotzdem auf den Scharfschützen, ja? Stell das nicht in Frage, ich bin hier der Squad wieder. Und ihr müsst es jetzt ertragen. So. Der Depp fährt da noch drüber, ey. Fahrzeug zerstört, 100 Punkte. Ich liebe dieses Slime-Mines. Kann ich dich durch den Baum töten? Nein, schade. Aber für die geht das. Was ist das für einer? Der war gepanzert. Interessant. Das Auto zum Brennen bringen. Das geht irgendwie nicht. Das finde ich schade. Na gut, dann töte ich den Typen so. Ich versuche mit der Granate. Das Auto ist unzerstörbar. Okay. Ich habe es jetzt eigentlich hier als ganz, halbwegs ganz diagnostiziert. Aua! Kill den. Ach Mann! Hey, das war doch voll der Kopftreffer! Hallo? Ja, der war daneben, aber nur weil ich gedacht habe, ich muss auf den Körper schießen, anstatt auf den Kopf. So. Guck mal die Mine wieder. Ich will nicht die Zivilisten gefährden, die ja wahrscheinlich nie wieder einziehen werden. Ach, das ist noch irgendwo ein Gegner. Hier, Team. Was ist eine Granate zu? Vielleicht hilft euch das. Das ist aber keine. Wieso sind solche Bugs auf der Minimap? Ich verstehe das nicht. Wen haben wir denn da? Und da. Ey, das sieht schick aus. Okay, ich wollte nur wissen, ob er mich entdeckt hat. Und anscheinend hat er uns entdeckt. Ey, ganz ernsthaft, wie scheiße sieht das denn bitte aus? Nee, warte, Leute, das muss ich mir noch mal angucken. Wenn man hier mal ein bisschen neben dem Spiel guckt, sieht das Spiel einfach mal richtig scheiße aus. Ich glaube, ich war voll der Ballshot. Ha! Ich habe nämlich den Bullet Drop mit eingerechnet. Deswegen habe ich jetzt voll gut getroffen, ja? Mit der neuen Mission. Wo ist hier noch einer? Da. Oh Mann, oh Mann. Ich mach sie fertig. Ah, da hab ich gleich daneben geschossen. Ach Mann. Ich lasse mich erstmal da heilen von meinen Überknieren. Medic-Freund, der mich sofort auf 100% hochhält. Ich wäre so schade, dass man nicht durch Gegenstände durchschießen kann gegen Call of Duty. Das macht Call of Duty wieder cooler. Ja, da kann man so cool durch alle Wände schießen. Was hast du für eine Waffe? Achso, der hat so ein fettes Ding. Ich dachte gerade, warum muss er nicht nachladen? Was sind das für Gnome da hinten? Jetzt mal ernsthaft, was sind das für Dinger? Das sind ja keine Soldaten mehr, das sind irgendwelche Kampfkobolde oder so. Ich finde, das sieht voll danach aus. Diese Schweißermütze kann man die Typen Mütze auch vor allem mit, ne? Natürlich hier schützt wurde und so, ne? Schutzbrille, nee, Schutzmaske ist das ja. Naja, kann man die Typen einfach nicht ernst nehmen, wollte ich sagen.
sollte mal anfangen, Sätze zu Ende zu sprechen. Ja, mir ist langweilig, der Schießparkbänker. Ach, komm hier! Jetzt guck ich mal so einen Typen da an. Ey, da ist ein Tunneleingang. Sieht so aus. Sei vorsichtig. Wenn ich die Gegner im Batman ja ernster nehme. Herrner, du bist so verdächtig still. Geht's dir gut, Herrner? Ja. Ja. Mir geht's gut. Ich muss sagen, ich finde diese ganzen coolen Level hier, die sind da haben schon eine coole Architektur. Ja. Weil die auf so alten Gebäuden, die sind vielleicht teilweise. What the fuck ist das hässlich? Alter. Boah. Da hat sich aber einer überhaupt keine Mühe gegeben. Krass. Ja, meinen Sie dir diese Hauptlevel, nicht jetzt mal die Hauptlevelbereiche, nicht die ganzen beiden Teilbereiche, aber. Boah, das daneben ist einfach mal super hässlich gerade. Ich habe leider keinen Granatwerfer oder so, hätte ich jetzt sehr gerne. Ja, kann ich das auch machen? Was? Bin ich jetzt bitte wieder gestorben? Oh Mann. Das Knacksen, was ihr vielleicht gerade gehört habt, je nachdem wie gut mein Rauschunterdrückungsfilter ist, war das Knacksen von meinen Fingernägeln. Fingernägeln an meinen Fingern. Nö. Und selbst wenn, nur in der nächsten Folge. Naja, ich würde sagen, Leute, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat gefallen. Bis zum nächsten Mal, wie ich bereits schon erwähnte. Und was ich noch sagen wollte, bis zum nächsten Mal. Vielleicht haben wir auch nächstes Mal diese Lore-Medaille. Naja, bis dann. Tschüss.